von anmutiger Eleganz sich fasziniert in den Bann ziehen lassende, stundenlang den mystischen Wesen zuschauen könnende Mitmenschen oder solche, die gar nicht verstehen, warum im Zusammenhang mit Katzen immer von Eleganz oder Mystik gesprochen wird, denn bei ihnen hoppelt nur ein Fellhaufen herum und wirft ständig Dinge mit dem bepelzten Po von Tischen und Bänken. So oder so, egal ob faszinierende und unnahbare Katze oder verkuschelt, faul und leicht zu durchschauen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts mit mir, Marieke, eurer zertifizierten Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin sowie Mitgründerin von Animari, der unkomplizierten und individuellen Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform. Katzenfans, aufgepasst, diese Woche gibt es wieder ein Katzenrasseprofil. Ja, Katzenrasseprofil also, was beinhaltet das? Dann fragen sich vielleicht neue Hörer und HörerInnen und ich sage es euch gerne. In den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den Bedürfnissen der Pflege, der Gesundheit und tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Katzenrasse. Oder auch Hunderasse. Wir sind also jetzt wieder gespannt, voll positiver Vorfreude und wissbegierig wie eh und je. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche ganz frisch, ganz neu und brandheiß, die ägyptische Mau. Und Abfahrt. Geschichte. Ja, die ägyptische Mau ist tatsächlich eine faszinierende Katzenrasse mit einer reichen und mysteriösen Geschichte, die weit in die Vergangenheit zurückreicht. Ihr Name, Mau, ist das ägyptische Wort für Katze und viele glauben, dass die Mau eine direkte Nachfahrin der alten Katzen ist, die in den Tempeln und Palästen des alten Ägyptens lebten. Ja, möglicherweise gehen die Ursprünge der ägyptischen Mau auf das alte Ägypten zurück, wo Katzen als heilige Tiere verehrt wurden. Katzen spielten eine wichtige Rolle in der ägyptischen Gesellschaft und auch Religion. Sie wurden als Verkörperungen der Göttin Bastet angesehen, die Fruchtbarkeit, Weiblichkeit und häusliche Gemütlichkeit repräsentierte. In ägyptischen Kunstwerken und Hieroglyphen sind oft Katzen dargestellt, die der heutigen ägyptischen Mau ähneln. In den alten Zeiten, als die Götter und Göttinnen über das Land Ägypten wachten, gab es eine Göttin namens Bastet. Sie war die Tochter des Sonnengottes Ra und wurde oft als Katze oder als Frau mit einem Katzenkopf dargestellt. Bastet war die Göttin der Liebe, der Fruchtbarkeit, des häuslichen Friedens und des Schutzes. Ihr Einfluss erstreckte sich über das ganze Land und die Menschen verehrten sie mit großer Hingabe. Eines Tages, als Ra auf seiner Sonnenbarke durch die Himmel fuhr, um das Licht zu den Menschen zu bringen, erhob sich Apophis, der Chaos- und Schlangengott, aus den alten tiefen Gewässern der Unterwelt. Apophis wollte die Sonnenbarke verschlingen und Dunkelheit über die Welt bringen. Die anderen Götter kämpften tapfer gegen das Ungeheuer, doch Apophis war mächtig und schien unbesiegbar. Bastet, die tapfere Göttin, erkannte die Gefahr und beschloss, den Göttern zur Hilfe zu eilen. Mit der Anmut und Geschicklichkeit einer Katze sprang sie auf die Barke und stellte sich Apophis entgegen. Apophis, du wirst nicht die Welt ins Chaos stürzen, rief Bastet mutig. Ich werde dich bekämpfen und unsere Welt beschützen. Apophis zischte zurück. Du bist nur eine Katze, Bastet. Du kannst mich nicht aufhalten. Doch Bastet ließ sich nicht einschüchtern. Ihre Augen leuchteten im Dunkeln wie glühende Kohlen und ihre Klauen waren scharf wie Dolche. Sie kämpfte mutig gegen die riesige Schlange, kratzte und biss,
bis Apophis vor Schmerzen zurückwich. »Fühl den Zorn der Göttin«, schrie Bastet und setzte ihren Angriff fort, bis Apophis schließlich die Flucht ergriff. Dank Bastets Tapferkeit konnte Ra seine Reise fortsetzen und das Licht über die Welt ausbreiten. Die anderen Götter priesen Bastet für ihren Mut und ihre Stärke. Ra, ihr Vater, war besonders stolz auf sie. »Du hast uns alle gerettet, meine tapfere Tochter«, sagte Ra und segnete sie. »Von nun an wirst du über alle Katzen auf der Erde wachen. Sie werden unter deinem besonderen Schutz stehen.« Bastet wurde nicht nur als Kämpferin gegen das Chaos verehrt, sondern auch als sanfte Beschützerin des Heims und der Familie. In den Häusern der alten Ägypter gab es oft Statuen von Bastet und die Menschen glaubten, dass sie das Heim vor bösen Geistern und Krankheiten bewahren würde. »Mutter, warum stellen wir eine Statue von Bastet auf?«, fragte ein Kind seine Mutter. »Weil sie unser Zuhause beschützt und uns vor allem Bösen bewahrt«, antwortete die Mutter sanft. »Bastet wacht über uns alle.« Jedes Jahr feierten die Ägypter das Fest der Bastet in der Stadt Bubastis, wo sich ihr berühmter Tempel befand. Menschen aus allen Teilen Ägyptens kamen zusammen, um zu feiern, zu tanzen und Musik zu machen. Sie brachten Bastet Opfergaben und baten um ihren Segen für Fruchtbarkeit, Schutz und Frieden. »Lasst uns Bastet danken und ihr unsere Opfergaben darbringen«, rief der Hohepriester während des Festes. »Möge sie uns weiterhin schützen und segnen.« Die Menschen sangen und tanzten ihre Herzen voll Freude und Dankbarkeit für die Göttin, die so viel für ihr Volk tat. So bleibt Bastet bis heute einer der beliebtesten und verehrtesten Göttinnen des alten Ägyptens, bekannt für ihre Dualität als tapfere Kriegerin und sanfte Beschützerin. Ihre Legenden und Mythen leben weiter und erinnern uns an die tiefe Verbindung zwischen Mensch und Natur, Schutz und Liebe. Ja, so viel dazu, eine kleine Geschichte. Wir wollen uns aber wieder der ägyptischen Mau widmen. Die moderne Geschichte der ägyptischen Mau beginnt in den 1950er Jahren. Eine russische Prinzessin namens Natalie Trubezkoi spielte eine entscheidende Rolle bei der Wiederentdeckung und Rettung dieser Rasse. Während ihrer Zeit in Italien traf sie auf eine wunderschöne silberne Katze, die der heutigen ägyptischen Mau sehr ähnlich sah. Diese Katze und ihre Nachkommen wurden die Grundlage für das moderne Zuchtprogramm der ägyptischen Mau. In den 1956er Jahren zog Prinzessin Trubezkoi in die USA und brachte mehrere ihrer Mau-Katzen mit. Dort begann sie, die Rasse weiterzuentwickeln und zu fördern. Durch ihre Bemühungen und die Unterstützung von Züchter und ZüchterInnen sowie KatzenliebhaberInnen wurde die ägyptische Mau in den USA immer beliebter. 1968 wurde die Rasse von der CFA, der Cat Fanciers Association, anerkannt. Ihre Erscheinung und ihre Herkunft haben eine Sache gemeinsam. Sie ist recht geheimnisvoll. Gerüchten zufolge ergaben genetische Tests, dass die ägyptische Mau in Ägypten einbalsamiert und mit ihren Menschen gemeinsam beerdigt wurde. Doch es handelt sich hier eher um einen Mythos als um einen Fakt, denn richtig und abschließend geklärt ist der genaue Ursprung dieser Katze bis heute nicht. Optische Merkmale. Es fällt sofort ins Auge, das auffällig getupfte Muster des Fells. Die grazile, mittelgroße und feingliedrige ägyptische Mau erscheint gleichzeitig zart, muskulös und athletisch. Im Vergleich zu orientalisch Kurzhaar ist sie aber etwas stämmiger. Wie immer sind weibliche Katzen in der Regel kleiner und leichter als die Vertreter des männlichen Geschlechts. Im Rassestandard sind drei Farbvarianten vorgesehen. Black Silver Spotted Tabby, das heißt Silber mit schwarzen Tupfen. Braun Black Spotted Tabby, brauner Grundton mit dunkelbraun bis idealerweise schwarzen Tupfen und Black Smoke, schwarz-graue Grundfarbe, durch die es weiß-silbern hindurchschimmert, sodass die schwarzen Tupfen zur Geltung kommen.
Außerdem gibt es eine seltene Farbvariante mit der Bezeichnung Black. Je nach Art des Sonneneinfalls sind hier die Tupfen nur noch zu erahnen. Im Vergleich mit der Farbvariante Black Smoke fällt in diesem Fall der silberne Haargrund. Ein wenig sieht sie aus wie eine kleine silberne Raubkatze, denn trotz Domestikation hat sie einige Charakteristika ihrer Vorfahren bewahrt. Dazu zählen ihr gepardenartiger Gang sowie ein loser Hautlappen, der sich von der Flanke zum Hinterbein erstreckt. Dadurch hat die Mau eine außergewöhnliche Wendigkeit und Beweglichkeit bei Sprüngen, was ihre mystisch- und raubtierartige Erscheinung komplett macht. Bedürfnisse. Ich möchte hier wie immer im Vorweg sagen, dass Katzen einer Rasse immer eine Reihe Charakterzüge zugeschrieben werden, jede Katze aber natürlich ein Individuum ist und möglicherweise Eigenschaften zeigt, die eine andere Katze der gleichen Rasse nicht an den Tag legt. Die ägyptische Mau ist in der Regel aber eine sehr aktive Katze. Eine athletische Katze, die so viel Beweglichkeit mitbringt, braucht vor allem eins: Space. Ganz viel Platz. Unstabile Katzenmöbel, um Neugier und Spieltrieb ausleben zu können, und das über alle drei Dimensionen. Mit etwas Training meistert sie auch einen Agility-Parcours im Wohnzimmer. Die Katze wird sehr häufig als kinderfreundlich angepriesen. Ich bin der Meinung, dass man sehr, sehr vorsichtig sein muss, wenn man eine Katzenrasse als kinderfreundlich empfiehlt. Es hat natürlich auch immer etwas mit Katzenverstand und Erziehung zu tun, ob Kinder mit bestimmten Charakteristika der Katze umgehen können. Denn nicht zwangsläufig sind die erwachsenen Eltern in diesem Gebiet bewandert und können die nötigen Grundlagen der kätzischen Körpersprache vermitteln. Und selbstverständlich hat es auch etwas mit der Sozialisation der Katze zu tun. Was ich aber sagen kann, ist, dass die ägyptische Mau einen hohen Bewegungsdrang und eine große Spielbereitschaft mitbringt, welche kleinere Kinder überfordern könnte. Sie wird auf anderen Seiten im Netz als toller Spielkamerad für ältere Kinder präsentiert, was auch immer älter dann bedeuten soll. Mach dir am besten bewusst, dass diese Katzenrasse zu den aktiven Katzen gehört und deswegen, Voraussetzung Sozialisierung, mit Lärm und viel Bewegung wahrscheinlich ganz gut klarkommen wird. Wobei ich auch hier sagen muss, dass es zwei Extreme bei dieser Katzenrasse gibt. Einmal die eher scheuen Vertreter, die sich zurückhaltend geben, und dann die, die super anhänglich, gesellig sind, sehr extrovertiert und die auf Schritt und Tritt folgen. Hier wären dann Untersuchungen sinnvoll, ob dieser Unterschied mit den Aufzuchtbedingungen zusammenhängen könnte. Ihre Intelligenz und Scharfsinnigkeit macht sie zu dankbaren Kandidaten für Klickertraining und anderen Denkspielen jeglicher Art. Sie lernen jedoch auch schnell, wie sie bei Bedarf Zuwendung einfordern können. Es kann auch gut sein, dass deine Mau zu dir in die Badewanne oder in den Pool steigt. Einige Exemplare dieser Rasse sind durchaus für Wasserspiele zu haben. Und deswegen hier ein kleiner Reminder: Es gibt immer mal wieder Katzen, die super gern ins Wasser gehen. Und wenn ihr zum Beispiel eine Wassertonne im Garten habt, die manchmal auch offen steht, dann bitte stellt irgendwas in das Wasser hinein, sodass die Katze rausklettern könnte. Es passiert leider nicht so unhäufig, dass Katzen tatsächlich ertrinken, weil sie, gut, manche sind vielleicht auch reingefallen, aber manche steigen auch freiwillig rein, um zu schwimmen, und dann kommen sie nicht mehr raus. Das gilt auch für Pools, Swimmingpools, die relativ tief sind. Genau, stellt an solche Stellen immer irgendetwas an den Rand ran von innen, sodass die Katze rausklettern könnte. Sollte man eine ägyptische Mau alleine halten? Grundsätzlich gilt für jedes Katzenkitten besser zu zweit. Das, was Katzen sich im Spiel geben und beibringen können, vermögen wir Menschen nicht mal im Ansatz zu vermitteln. Ja, es gibt Einzelgänger, die sich nicht mit anderen Artgenossen vertragen, das sind aber in der Regel schon erwachsene Katzen, die es nicht gelernt haben. Entsprechend gut sozialisierte Katzen vertragen sich jedoch auch mit Artgenossen sowie mit Hunden. Auch sollte bei wenig Platzangebot darauf geachtet werden, gleichgeschlechtliche Katzen bzw. Kater aufzunehmen. Noch eine Grundsatzfrage: Hauskatze oder Freigänger? Bei dieser Frage scheiden sich die Geister. Es an der Rasse der Katze festzumachen, meiner Meinung nach recht schwierig. Aber hey, die ägyptische Mau ist die schnellste aller Katzen. Und damit meine ich wirklich schnell. Sie kann Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 50 Stundenkilometern erreichen, und damit sie sich ihrer Art entsprechend austoben und größere Strecken zurücklegen kann, ist es demnach sehr wichtig, dass sie viel Auslauf hat. Sie sollte also alleine schon wegen ihres ausgeprägten Bewegungsdrangs als Freigängerin gehalten werden, denn sie springt und klettert für ihr Leben gern. Zumindest einen katzensicheren Garten, ein Freigehege, sollte man ihr zur Verfügung stellen.
Tierschutz relevant ist. Eine der potenziellen Qualzuchtmerkmale bei ägyptischem Maus ist die Inzuchtdepression. Wenn eine Zuchtlinie übermäßig auf eine kleine Anzahl von Tieren zurückgeht, um bestimmte Merkmale zu verstärken, kann das zu genetischen Defekten führen. Inzucht führt zu einer verminderten genetischen Vielfalt, was das Auftreten von genetischen Erkrankungen wie Herzprobleme, Nierenprobleme oder anderen erblichen Krankheiten begünstigt. Ein weiteres potenzielles Qualzuchtmerkmal ist die Überbetonung bestimmter körperlicher Merkmale auf Kosten des Wohlergehens der Katze. Zum Beispiel könnten ZüchterInnen versucht sein, die charakteristischen gefleckten Muster der ägyptischen Maus zu verstärken, indem sie Tiere mit extremen Merkmalen auswählen. Das könnte zu Gesundheitsproblemen führen, wenn die Katzen beispielsweise übermäßig groß oder klein gezüchtet werden, was dann wiederum zu orthopädischen Problemen wie Gelenkdysplasie führen kann. Des Weiteren könnten ZüchterInnen versucht sein, bestimmte ästhetische Merkmale zu forcieren, wie zum Beispiel eine übermäßig lange Nase, besonders große Ohren, um dem Rassestandard zu entsprechen. Solche Veränderungen können jedoch die Funktionalität der Katze beeinträchtigen, indem sie Atemprobleme oder Hörprobleme oder ganz, ganz viele andere Dinge verursachen. Es ist wichtig anzumerken, dass nicht alle ZüchterInnen diese Praktiken anwenden und viele sich bemühen, gesunde Tiere zu züchten, die dem Rassestandard entsprechen. Auch Tierorganisationen und Verbände setzen sich vermehrt für die Aufklärung über die Risiken von Qualzucht ein und fördern verantwortungsbewusste Zuchtpraktiken, um das Wohlergehen der Tiere zu gewährleisten. Die ägyptische Mau zählt jetzt auch nicht zu den typischen Qualzuchtrassen, auf keinen Fall. Insgesamt ist es wichtig, dass potenzielle Katzenhalter in sich bewusst sind, dass Qualzuchtmerkmale bei jeder Rasse auftreten können und dass sie bei der Auswahl eines Haustieres darauf achten sollten, dass es von einem verantwortungsbewussten Züchter, einer verantwortungsbewussten Züchterin stammt, der oder die das Wohl der Tiere über das alles andere stellt. Also über alles andere vielleicht nicht, aber eben über die Ästhetik, über die optischen Merkmale. Natürlich muss man keine reinrassige Katze adoptieren. Mit der Zucht und dem Profit, der dadurch gemacht wird, sind teilweise auch Quälereien verbunden. Man kann, darf und sollte die Zucht im Allgemeinen stellenweise gründlich hinterfragen. Doch abgesehen von der profitorientierten Zucht gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Katzen in Tierheimen und Tierschutzorganisationen, die auf ein Zuhause und oder auf eine zweite, dritte, vierte Chance warten. Doch ist auch nicht jedes Päckchen, das diese Katzen eventuell mitbringen, von jedem Menschen tragbar. Deswegen sollte man sich vorher auf jeden Fall gut mit den Thematiken, die die ausgewählte Katze betreffen, beschäftigen. Wie kann ich meine Leistung schmackhaft machen und dennoch kurz und bündig präsentieren? Das ist gar nicht so leicht. Ich versuche es mal. Also, ich bin Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin. In Niedersachsen darf man diesen Beruf nicht einfach so ausführen, auch nicht mit einer entsprechenden Ausbildung. Man muss sich vom Veterinäramt prüfen lassen oder auch alternativ von der Tierärztekammer. Das bedeutet also, ich bin zertifiziert. Ich bin aber auch keine klassische Hundeschule mit einem Platz, Gruppentraining, Welpenspielstunde etc. Ich habe mich auf die Einzelberatung spezialisiert. Da ich aus dem sozialen Bereich komme und mit Menschen mit Beeinträchtigungen gearbeitet habe und auch noch arbeite, weiß ich, wie wichtig Dokumentation und Anamnese ist. Eine genaue Analyse. Wir müssen Verhalten verstehen und dann können wir an den Auswüchsen, den Symptomen und so weiter arbeiten. Ich merke schon wieder, es wird doch länger. Also, auf Animari biete ich verschiedene Beratungen an, von der kleinsten Leistung der Telefonberatung bis zu der vierwöchigen Online-Beratung, die natürlich immer beliebig verlängert werden kann, oder auch Haustermine, also Training vor Ort, da wo du es gebrauchen kannst. Das Training wird auf deine Bedürfnisse und auf die Bedürfnisse deines Tieres angepasst. Was ist bei uns bei Animari also anders? Anders ist, dass du alles dokumentiert bekommst. Das klingt langweilig? Nein, nein, nein. Es ist super praktisch, dass du selbst nach einem Telefontermin ein Dokument mit den erarbeiteten Punkten in dein Kundenprofil bekommst. Du kannst dort immer alles immer wieder nachlesen. Du bekommst auch individuelle Trainingspläne, Fortschrittstracker, die auch persönlich für dich erstellt werden und alles, was du sonst noch gebrauchen könntest. In den Online-Beratungen können wir Videos austauschen, so können wir auch aus der Ferne zusammenarbeiten. Oder du hast zwischendurch Fragen, bist aber im persönlichen Training mit mir, dann kannst du auch eine kurze Fragestunde zusätzlich dazu buchen oder auch eine Telefonberatung. Du kannst dir so deinen Baukasten, der dir am besten hilft, selbst zusammenbauen. Manche Menschen haben auch einfach Anxiety, Phobien, Ängste
und mögen es nicht, wenn man persönlich vorbeikommt, auch hier greift dann die Online-Beratung. Die Termine buchst du einfach über animari.de. Du suchst dir das Datum und die Uhrzeit aus, den Ort. Du kannst die Termine 48 Stunden vorher auch noch verschieben. Fang zum Kennenlernen einfach damit an, dich kostenlos zu registrieren. Erstell ein Profil von deinem Vier-Pfoten-Begleiter und erzähl etwas von ihm oder ihr, dann weiß ich schon in etwa, worum es geht. Du kannst auch eine Rasseberatung buchen. Eine Rasseberatung umfasst alles Mögliche. Du kannst in der Zeit, in der die Beratung läuft, alles fragen. Ich helfe dir bei der Vorbereitung, bei den ersten Tipps, woran du auf jeden Fall denken solltest und bin einfach eine Stütze für deine 1000 Gedanken. Und natürlich helfe ich dir herauszufinden, welche Art von Felly zu dir passen könnte, was dich wahrscheinlich erwarten wird, worauf du dich einstellen musst. Realitätscheck coming in. Ich freue mich auf dich, so oder so. Pflege. Die Fellpflege der ägyptischen Mau ist recht unkompliziert und trägt dazu bei, das einzigartige Aussehen und die Gesundheit dieser eleganten Katzenrasse zu bewahren. Die ägyptische Mau hat ein kurzes, dichtes Fell, das in verschiedenen Farben daherkommt. Das haben wir ja schon auch besprochen. Silber, Bronze, Rauch, da gibt es noch sehr viele andere Bezeichnungen und durch zufällig verteilte Flecken gekennzeichnet ist. Diese Flecken sind eines der markantesten Merkmale und verleihen der Mau ja auch ihr wildes und auch exotisches Aussehen. Das kurze Fell neigt nicht zum Verfilzen, was die Pflege natürlich erleichtert. Es reicht aus, die Katze einmal pro Woche zu bürsten, um lose Haare zu entfernen und das Fell glänzend und gesund zu halten. Dafür kannst du eine weiche Bürste benutzen oder einen Gummistriegel und ja, dann kannst du das Fell sanft entwirren und gleichzeitig durch die Durchblutung der Haut anregen. Beim Bürsten sollte man darauf achten, alle Körperbereiche zu erreichen, besonders hinter den Ohren, an den Beinen und am Bauch, wo sich lose Haare ansammeln können. Während der Fellpflege ist es auch wichtig, die Haut der Katze von Anzeichen auf Irritationen, Parasiten oder ungewöhnliche Kahlstellen zu überprüfen. Ägyptische Maukatzen haben nämlich eine empfindliche Haut, die gelegentlich zu Trockenheit oder Allergien neigen kann. Sollte man Auffälligkeiten bemerken, ist es ratsam, einen Tierarzt oder eine Tierärztin zu konsultieren, um mögliche gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Neben dem Bürsten ist es sinnvoll, die Ohren der ägyptischen Mau regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf mit einem feuchten Tuch oder einem speziellen Ohrreiniger zu säubern. Das verhindert die Ansammlung von Ohrenschmalz und beugt auch Infektionen vor. Auch die Augen sollten regelmäßig auf Klarheit und Sauberkeit geprüft werden. Sollte sich Tränenflüssigkeit oder Schmutz in den Augenwinkeln ansammeln, kann das vorsichtig mit einem feuchten Wattepad entfernt werden. Die Zahnpflege ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Allgemeinpflege. Es wird tatsächlich empfohlen, auch Katzen, auch der ägyptischen Mau, die Zähne zu putzen, um Zahnsteinbildung und Zahnfleischerkrankung vorzubeugen. Gut, aber welche Katze lässt sich schon gerne die Zähne putzen? Nicht so wahnsinnig viele. Es gibt aber auch so spezielle Zahnpasten, die enzymatisch wirken. Das könnte man dann vielleicht noch probieren, ob die Katze das annimmt. Es wird übrigens sehr teuer, wenn man die Zahnpflege der Katzen vernachlässigt. Ich kann das verstehen, dass man das nicht so gerne macht, weil die Katze einfach das ganz furchtbar finden könnte oder findet. Aber spätestens, wenn die Katze dann älter wird, kann man große Probleme bekommen, finanzielle Probleme, beziehungsweise die Katze eben einen ganz hohen Leidensdruck, den sie nicht immer offensichtlich zeigt. Katzen sind Meister der Schauspielerei. Insgesamt ist die Fellpflege der ägyptischen Mau einfach und erfordert nur wenig Aufwand, trägt jedoch erheblich zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der Katzen bei. Außerdem stärkt es auch die Bindung, wenn du die Katze früh an das Bürsten gewöhnst und ja, du hast natürlich auch bei der Pflege immer eine Kontrolle über den allgemeinen Zustand der Katze. Gesundheit. In den Weiten des Internets findet man auf einigen Seiten die Aussage, dass die Leukodystrophie eine Krankheit ist, die häufiger bei der ägyptischen Mau auftritt. Ich habe dazu aber keine eindeutigen Studien gefunden, dass das ein Problem speziell der ägyptischen Mau ist. Ich kann und möchte also nicht ausschließen, dass das nicht stimmt und deswegen möchte ich kurz erklären, worum es sich hier handelt. Diese Krankheit kann auch andere Katzenrassen betreffen, so viel aber schon mal dazu. Leukodystrophie ist eine Gruppe von genetischen Erkrankungen, die die weiße Substanz des Gehirns und des Rückenmarks betreffen. Die Erkrankung führt zu einer fortschreitenden Degeneration der Myelinscheide, die die Nervenfasern umgibt und für eine schnelle und effiziente Übertragung von Nervenimpulsen verantwortlich ist. Bei Katzen ist die Leukodystrophie selten,
Aber es gibt eben diese Berichte über diese Erkrankung. Und die Symptome, die dann da in jungen Jahren auftreten, treten wirklich meist innerhalb der ersten Lebensmonate auf. Die Krankheit verläuft progressiv und die Symptome verschlimmern sich mit der Zeit. Die typischen Symptome sind Koordinationsprobleme, Schwierigkeiten beim Gehen oder eine unkoordinierte Bewegung allgemein, Schwäche, Abnahme der Muskelkraft und Schwierigkeiten beim Aufstehen oder Springen und auch Verhaltensänderung, Desorientierung oder Veränderung im allgemeinen Verhalten der Katze. Die Diagnose von Leukodystrophie erfordert spezialisierte tierärztliche Untersuchungen einschließlich bildgebender Verfahren wie MRT, um Veränderungen in der weißen Substanz des Gehirns und Rückenmarks sichtbar zu machen. Genetische Tests können ebenfalls durchgeführt werden, um spezifische Mutationen zu identifizieren, die für die Erkrankung verantwortlich sind. Leider gibt es keine Heilung für Leukodystrophie. Die Behandlung konzentriert sich auf die Linderung der Symptome und die Verbesserung der Lebensqualität. Das kann physiotherapeutische Maßnahmen sein, Anpassungen der Umgebung der Katze, um ihre Mobilität zu unterstützen und gegebenenfalls auch medikamentöse Behandlungen zur Kontrolle von Krampfanfällen oder Schmerzen. So, und ganz allgemein kann man sagen, dass die ägyptische Mau eine allgemeine, robuste und gesunde Katzenrasse ist. Doch wie bei allen Rassen gibt es auch hier rassespezifische Krankheiten, von denen ich auch sagen kann, sie sind auf jeden Fall rassespezifisch. Und dazu gehört auf jeden Fall, wie bei sehr vielen anderen Katzenrassen, auch die hypertrophe Kardiomyopathie, die HCM. Diese Krankheit führt zu einer Verdickung des Herzmuskels und kann im schlimmsten Fall zu Herzversagen führen. Die Symptome von HCM können Atembeschwerden, verminderte Aktivität und Appetitlosigkeit umfassen. Regelmäßige tierärztliche Untersuchungen einschließlich Herzultraschall sind wichtig, um HCM frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Eine weitere rassespezifische Erkrankung, die bei der ägyptischen Mau auftreten kann, ist die Pyruvatkinase-Defizienz oder auch PK-Defizienz genannt. Diese genetische Störung betrifft das Enzym Pyruvatkinase, das eine Schlüsselrolle im Stoffwechsel der roten Blutkörperchen spielt. Ein Mangel an diesem Enzym kann zu hämolytischer Anämie führen, eine Erkrankung, bei der die roten Blutkörperchen schneller abgebaut werden, als sie produziert werden können. Symptome sind hier Müdigkeit, Schwäche, blasse Schleimhäute und eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen. Gentests können verwendet werden, um Träger der Krankheit zu identifizieren und betroffene Katzen frühzeitig zu diagnostizieren. Eine weniger häufige, aber dennoch erwähnenswerte Erkrankung ist die Amyloidose, eine Erkrankung, bei der sich abnorme Proteinablagerungen, Amyloid, in den Organen ansammeln. Das führt dann zu Organversagen, insbesondere in den Nieren und der Leber, oder kann zu Organversagen führen. Symptome sind hier Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit, vermehrter Durst und Urinabsatz sowie allgemeine Schwäche. Da die Diagnose komplex ist, sind regelmäßige tierärztliche Untersuchungen und Bluttests sehr wichtig, um Anzeichen dieser Krankheit frühzeitig zu erkennen. Neben diesen spezifischen Krankheiten neigen ägyptische Maukatzen auch zu einigen allgemeinen gesundheitlichen Problemen. Dazu gehören Zahnprobleme wie Gingivitis und Parodontitis, also Zahnfleischerkrankungen, die durch regelmäßige Zahnpflege und tierärztliche Kontrollen verhindert und behandelt werden können. Darüber haben wir gerade schon kurz gesprochen. Auch Übergewicht kann ein Problem sein, besonders wenn die Katze nicht ausreichend Bewegung bekommt. Allerdings, wenn sie das nicht bekommt, könnte sie auch depressiv werden. Also es sind wirklich aktive Katzen. Eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität sind daher super essentiell, um das Idealgewicht zu halten und damit auch verbundene Gesundheitsprobleme vorzubeugen. Ja, und zu guter Letzt solltest du deine geliebte Mieze impfen lassen, zumindest meiner Meinung nach, und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Katzenschnupfen, Katzenseuche, Katzenleukose und Tollwut. Gegen die beiden zuletzt genannten Krankheiten impft man in der Regel nur Freigänger, da wird dich dein Tierarzt, deine Tierärztin aber ganz bestimmt beraten. Und auch hier nochmal die Erwähnung, dass es sehr wichtig sein kann, dass man die Prozedur der Transportbox und den Transport allgemein üben sollte. Vor allen Dingen, wenn man Kitten hat, dann ist es besonders einfach, die Katzen an die Transportbox zu gewöhnen, um ja dann Stress zu vermeiden, wenn es dann zum Tierarzt gehen muss. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, doch natürlich nur am Ende dieser Folge. Nächste Woche geht es weiter. Ich hoffe, der kleine Einblick in die Welt der ägyptischen Mau hat dir gefallen, war informativ, interessant. Und eure Anregungen, Kritik und Wünsche sind willkommen. Die könnt ihr entrichten, indem ihr eine Mail schreibt an podcast@animari.de oder ihr versucht es auf Instagram. Da findet ihr mich unter animari_official. Jawohl. Und
Bewertung, dies, das, Ananas, ist natürlich super nett, wenn ihr das macht. Weiterempfehlen, all diese Dinge, darüber freue ich mich, dafür bin ich sehr dankbar. Und deswegen wünsche ich euch diese Woche Insektennetze an den Fenstern, um in der Nacht nicht komplett zerstochen und vom ständig genervt zu werden. Ich wünsche euch Wecker, die pünktlich klingeln. Ich wünsche euch Kugelschreiber, die funktionieren und dass diese dann auch in der Nähe sind, wenn ihr sie gerade benötigt. Während ich über die Wünsche nachdenke, fährt hier übrigens gerade ein Zug ratternd entlang, ein Güterzug. Und ich frage mich, ob es euch eher beruhigt nachts oder nervt und um den Schlaf bringt. Aber wahrscheinlich sind da die Empfindungen ganz unterschiedlich, je nachdem, was man auch so gewöhnt ist. Ich wünsche euch also die Geräusche in der Nacht, die euch beruhigen, die dich beruhigen. Ich wünsche dir, dass du deinen Kopf abstellen kannst, dass die Gedanken aufhören zu kreisen, du dich in dein Kissen schmusen kannst, dich Gerüche umgeben, die sich heimelig anfühlen und du sanft und tief in den Schlaf gleitest. Ich wünsche dir schöne Träume und auch einen traumlosen Schlaf. Ich selbst habe so wilde Träume, dass es manchmal erholsamer ist, sich an nichts zu erinnern beim Aufwachen. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit wow, ciao und miau von mir. Bleibt wie immer perfectly possum.